Morgen, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Wie immer, je nachdem, wann du dieses Video siehst, ganz, ganz, ganz herzlich willkommen zur Montagsziehung. Heute am 20. April 2020. Ich hoffe, du hattest eine sehr schöne Woche. Bei uns waren es noch Ferien. Heute ist der erste Schultag, wenn man das so nennen will, der erste Tag wieder im Homeschooling. Mal gucken, wie das so geht nach den Ferien, sich da wieder einzugrooven. Ja, also herzlich willkommen erstmal. Ich hoffe, dass es dir sehr, 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 sehr gut geht. Ich mische gerade die Karten, damit ich uns drei Karten ziehen kann für die neue Woche, damit wir uns ein bisschen einstimmen können, damit wir schauen können, was wir uns wünschen, was uns gut tun würde und wie uns diese Impulse dabei helfen können, dass wir wirklich unsere Gedanken für uns nehmen können, dass unsere Gedanken unser Handeln bestimmen und wir wiederum unsere Gedanken auch bestimmen können, dass wir uns da nicht so ausgeliefert fühlen von dem, was auf uns einströmt, beeinflussen lassen von dem, was eben nicht mehr auf uns einströmt, was gerade nicht sein darf und nicht sein kann. Und ja, dass wir das wirklich sehr bewusst und sehr gut für uns gestalten können. Also, drei Karten. Du kannst dir überlegen, nimmst du die eins, zwei oder drei? Ist das dein persönlicher Impuls in der Gesamtheit der Geschichte, die sich jetzt daraus entwickeln wird in irgendeiner Form? Oder sagst du, ich nehme die 1 für den Anfang der Woche, die 2 Mitte, 3 Ende der Woche. Okay? 1, 2 oder 3? Finde das ja immer wieder spannend. So, die 1 für die Woche vom 20. April. Die 1. Und die 3 und allen Geburtstagskindern ganz, ganz herzliche Glückwünsche. So, die 1. Das nicht cool, um das mal zu haben? Die Hoffnung für die 1, die Hoffnung für den Anfang der Woche, für den Start, für das Gefühl des Neuanfangs. Ich überlege gerade, ob ich Hoffnung überhaupt schon mal gezogen habe in den letzten 2,5 Jahren. Bestimmt. Es ist ein Wort, das ich sehr liebe, dieses, ja, da gibt es immer so verschiedene, okay, die Hoffnung stirbt zuletzt und ja, wenn du deine Hoffnung nicht hättest und so weiter. Und ich glaube, dass das etwas sehr Fundamentales ist. Also Hoffnung klingt für mich immer so, ja, die da, so ein bisschen fluffig. Und dennoch ist es das, was quasi die Basis ist, was das Fundament ist, was so richtig ohne Hoffnung, ohne Zuversicht wird's schwierig. Und dann fehlt uns Energie, dann fehlt uns quasi dieses Licht am Ende des Tunnels, etwas, worauf wir bauen können. Und da wünsche ich dir für den Anfang der Woche oder wenn du eben die 1 gewählt hast, dass du in dieser Woche das ganz besonders spürst und nicht so dieses, naja, dass du Hoffnung hast, sondern dass du aus deiner Hoffnung deine Kraft ziehst, dass du merkst, wie viel Kraft in Hoffnung steckt, dass du, falls du im Moment sagst, Hoffnung ist da nicht. Bei mir ist das eh hoffnungslos und ich habe keine und so in diesem Loch steckst. Dann wünsche ich dir, dass du ja so Impulse kriegst und immer mal wieder was aufblitzen siehst, dass du merkst, boah, das ist doch noch nicht alles verloren. Da ist noch was, da ist noch mehr und auch für dich ganz, ganz persönlich. Und wenn du von dir sagst, boah, ich habe immer Hoffnung, das ist etwas, was in mir wohnt, darauf kann ich immer zählen. Und du diese Kraft hast, dann lade ich dich ein, diese Woche das quer zu streuen und zu sagen, wenn ich das schon habe, dann teile ich das.
Und Hoffnung als bewusste Lebensentscheidung und nicht so dieses, ja, ist nicht so schlimm. Das, glaube ich, ist nicht mit Hoffnung gemeint, sondern wirklich diese Gewissheit, dass etwas Gutes daraus wächst und dass es immer, sagen wir, eine Auferstehung gibt. Also schau, wie du für dich Hoffnung für dich selber nutzen kannst und auch für die Menschen in deinem Umfeld, dass du, ja, wie der Regen, der im Moment fehlt, den Boden so trocken werden lässt, der eben nicht da ist, dass du der Regen bist und quasi da andere nähren kannst, die auf dem Trockenen sitzen. Okay? Die eins, die Hoffnung. Wir haben den Respekt für die zwei. Ich glaube, das war relativ am Anfang dieser, sag mal, des Lockdowns, dass das Wort Respekt schon kam. Ich denke jetzt nämlich gerade wieder an diesen Respekt, den wir einander entgegenbringen können, müssen, dürfen, in den unterschiedlichsten Befindlichkeiten, ohne dass jetzt in irgendeiner Form kleinreden zu wollen. Aber es gibt so, ja, also dieses, hab gestern einen Post gelesen, so dieses, nee, wir sitzen nicht alle in einem Boot, wir sitzen aber wohl alle oder befinden uns wohl alle in dem gleichen Sturm. Jeder von uns empfindet diese Krise oder Chance anders. Ja, die Familienkonstellationen sind anders, die finanziellen Möglichkeiten von jedem von uns sind anders, die gesundheitlichen Gegebenheiten, die Gegebenheiten, ob in einer Großfamilie, ob alleine, ob in Partnerschaft, ob alleinerziehend, wie auch immer, selbstständig, angestellt, in Kurzarbeit, arbeitslos, hoffnungsvoll oder nicht, also ja, es betrifft uns alle und dennoch sind wir alle irgendwie in unserer persönlichen Geschichte ganz individuell betroffen und müssen uns individuell entscheiden, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, also jetzt zum Respekt, ich glaube, wenn wir respektieren gegenseitig, dass jeder sein quasi in seiner Geschichte in irgendeiner Form kämpft, wie auch immer, also ums Überleben kämpft, um mentale Gesundheit oder körperliche Gesundheit kämpft, in irgendeiner Form das versucht, das Beste draus zu machen, nach seinen Möglichkeiten, mit den Mustern, die da sind, wie auch immer, also aus der eigenen Geschichte jetzt daraus handelt und damit umgeht, dass wir es schaffen, diese unterschiedlichen Arten und Weisen damit umzugehen, zu respektieren. Guten Morgen, liebe Andrea. Hoffnung, du experimentierst mit Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas seinen Sinn hat. Von Václav Havel, guck mal an. Dankeschön fürs Teilen. Also ich habe danke für den Kommentar. Ich komme wieder zurück zum Respekt. Also, dass wir uns gegenseitig respektieren, dass wir uns hören, dass wir uns sehen. Und Respekt ist für mich die Fähigkeit, etwas stehen lassen zu können, ohne es klein zu reden, ohne zu sagen, ja, ist nicht so schlimm, ohne es aufzubauschen, sondern mit einem gewissen Abstand es wahrzunehmen, zu versuchen, es nicht zu beurteilen, zu versuchen, nicht zu sehr in den Vergleich zu gehen, sondern wirklich so eine Grundstimmung des Berechtigtseins auszustrahlen und auch zu empfangen. Also damit ist natürlich auch gemeint, dass du jeden Respekt verdienst. Okay? Vor allen Dingen von dir zu dir selber. Respekt, wie du das alles schaffst. Respekt, welche Entscheidung du triffst, was du lässt und was du neu machst. Respekt dafür. Okay? Die zwei, der Respekt.
Die hatten wir auch schon. Die Kunst. Wie cool. Hoffen. Und Kunst. Die Kunst, damit umzugehen. Also ich habe gestern habe ich ein Kurzvideo aufgenommen von 18 Minuten für meinen Netzwerkpartner Erango, die eine Serie mit Kurzcoachings gerade live stellen. Und ich habe darüber gesprochen, vom Kopf in die Hände. Also, dass Kreativität möglicherweise das eine oder andere mal wirklich unseren mentalen hin allerwertesten rettet, weil Kreativität, sag mal, wenn ich es jetzt übertragen würde und wirklich dieses aktive Gestalten mit den Händen im Moment nehmen würde, dass sie dann aufhören zu denken und dieses Gedankenkarussell einfach mal stoppen beziehungsweise ruhig andersrum drehen lassen und Kunst jetzt als dritte Karte, als drittes Wort für die Woche, möglicherweise für dich als drei, um zu schauen, in welcher Art und Weise du jetzt Kunst für dich nutzen kannst. Also darstellende Kunst, bildende Kunst, wirklich diese Form, die aus Kreativität erwächst, diese Form, die daraus erwächst, dass Seelen sich präsentieren, dass Seelen ihren äußeren Ausdruck finden, um wirklich in Kunst, vielleicht sogar in ein Gespräch mit anderen Seelen, mögen sie noch leben oder nicht, gehst und zu gucken, vielleicht sogar mal zu schauen, okay, bei alten Gemälden, ja, wir können jetzt gerade nicht in die alten Meister gehen, aber es gibt genügend Wissen, was du hast. Vielleicht hast du spontan auch eine Idee, ein Bild, an das du im Moment denkst, um dir dann zu überlegen, wie wäre es denn, also mal zu überlegen, in welcher Situation hat der Maler, die Malerin, wenn es jetzt ein Gemälde ist, das wohl gemalt und wie ging es ihr damit? Wie ging es ihm in dieser Situation? Wie ist das mit den alten Meistern, die ja auch in Situationen gemalt haben? Wie sagen wir jetzt Stichwort Pest und so weiter? Ich will diese Verbindung jetzt nicht unbedingt legen, aber um zu schauen, okay, Kunst als nicht so sehr als etwas Abstraktes und das hängt da schön, sondern als wirklich den 1:1 Austausch zwischen dir und dem Künstler. Das kann natürlich auch Musik sein. Also zu versuchen, hinter die Kunst zu gehen, hinter diesen, ich sag mal, formalen, abstrakten Ausdruck, wenn ich jetzt ein Lied nehme, und zu schauen, okay, der Künstler, die Künstlerin, die das erschaffen hat, die ja mit dir darüber spricht, die in Verbindung geht, um quasi die Barriere mal abzubauen und zu sagen, okay, und ich gehe jetzt mal dahin und höre den Menschen dahinter oder ich sehe den Menschen hinter dem Pinselstrich. Das muss ja irgendjemand gemacht haben. Okay, da lade ich dich diese Woche ein, Kunst als etwas sehr Persönliches zu nehmen. Und wenn du sagst, ich bin Künstlerin, noch mehr die Einladung, dich als Mensch da reinzubringen und zu sagen, ja, das ist der Ausdruck meiner Seele und ich muss hier nichts irgendwie beweisen, sondern das ist der reine Ausdruck. Nimm mal Kunst als was sehr Menschliches diese Woche. Okay? Wir haben die Hoffnung als erste Karte, wir haben den Respekt als zweite Karte und wir haben die Kunst als dritte Karte. Und ich finde das gerade so schön, dieses Kunst und Hoffnung und Respekt, wenn das kann man wieder von allen möglichen Seiten sehen, wenn ich sage jetzt mal ganz, vielleicht ist es platt oder vielleicht ist es auch nicht platt. Wenn wir es im Moment schaffen, zum Beispiel die Künstler Kunst schaffen, die Kunst, die dennoch jetzt entsteht, die Kunst, die schon immer da war und möglicherweise auch Dinge,
die Kunst betreffen, jetzt in Gefahr sind. Wenn wir dieser Form des menschlichen Ausdrucks Respekt zollen und Respekt erweisen und es so respektieren, dass wir quasi gegenseitig das fördern und unterstützen, um eben zu zeigen, dass es Kunst braucht, dass wir ohne Kunst nicht leben können, glaub, dann gibt's für die Menschheit Hoffnung, wenn wir auf diese Werte bauen, wenn wir auf diese Art des Ausdrucks bauen. Und dann ist sicherlich auch Kunst eine Möglichkeit, Hoffnung auszudrücken und Hoffnung vor allen Dingen zu geben. Dass wir also das wirklich auch als was ganz Wichtiges sehen, dass gerade wenn wir jetzt so auf Gesundheit, also die Gesundheit ist das Wichtigste und die Wirtschaft muss geschützt werden, wieder auferstehen, wie auch immer, ja, dass wir dennoch uns sehr bewusst sind, dass ohne Kunst die Menschlichkeit, ich sag mal, auch verloren geht. Also dass dieses, naja, das ist nicht so wichtig, da würde ich ganz vorsichtig sein. Das ist wirklich extrem wichtig, dass wir uns das bewahren, dass wir uns ausdrücken können, dass etwas kreativ gestaltet wird, über das wir dann wiederum in den Austausch gehen können. Und ich will jetzt nicht über Kunst und Arten von Kunst sprechen, sondern eben als Ausdruck unserer selbst. Und dass wir das respektieren, dass wir es nutzen, dass wir es als Hoffnung haben. Und der Respekt, wenn wir uns den Respekt gegenseitig geben können, ist das, glaube ich, auch die hohe Kunst und gibt einfach Hoffnung. Und wenn wir die Hoffnung als erstes Wort nehmen, dann soll uns das auch leiten, dass wir respektvoll damit jetzt miteinander umgehen und es wirklich gut gestalten. Also, das als erstes guten Morgen, das als erstes für die Woche vom 20. April. Ich wünsche dir eine richtig, richtig gute Woche, dass sie hoffnungsvoll, kunstvoll und respektvoll ist. Und dann hören wir uns, ich ziehe nachher noch die Karte für heute. Schreibe ich noch einen kleinen Post dazu und wünsche dir einfach einen wunderbaren Tag. Bis dahin. Tschüss.